Seit gut 2 Wochen kann man sich die Geschichte eines jungen, gerade heranwachsenden Superhelden auf Amazon Prime Video gänzlich in der ersten Staffel anschauen, und damit geht es hier jetzt um Invincible. Basierend auf Robert Kirkmans Comicreihe wird die Geschichte des 17-jährigen Mark Grayson erzählt. An der High School hat er die typischen Probleme, die Jugendliche in seinem Alter nun mal haben. Doch eine Sache unterscheidet ihn gewaltig von den anderen. Sein Vater Nolan ist einer der stärksten Superhelden, die es jemals gab. Sein Name ist Omni-Man, und eines Tages wird Mark vielleicht in seine Fußstapfen treten. Doch als plötzlich ein grausames Schicksal die anderen großen Helden ereilt und kaum nachvollziehbar ist, wie es dazu kommen konnte, wird Mark mit erwachenden Kräften, Liebe und wachsender Verantwortung konfrontiert, während sich am Horizont eine düstere Erkenntnis zusammenbraut. Invincible hat in der ersten Staffel 8 Episoden, die zwischen 42 und 49 Minuten lang sind, ist aber 18 Jahren freigegeben, in einigen Folgen wiederum aber auch ab 16, aber teilweise wirklich sehr, sehr brutal, was ich persönlich sehr interessant fand und auch ansprechend, und ist seit dem 30. April 2021 gänzlich streambar auf Amazon Prime Video, also ein Original von der Plattform. Sollte ursprünglich mal von Universal Pictures die ganze Geschichte unter anderem auch durch Seth Rogen als Kinofilm konzipiert werden, ist dann aber als Serienformat eben zu Amazon Studios rübergewandert und ist ein Mix aus Animation, Action, Superheldenreihe, die eben relativ brutal erwachsen daherkommt, immer wieder ethisch-moralische Fragen stellt vom Schöpfer von der The Walking Dead-Geschichte, und dabei ist das Invincible, glaube ich, sogar noch ein halbes Jahr älter und war noch vorneweg dran, und erzählt eben die Geschichte, wie eingehend erwähnt, von Mark Grayson. Es ist so ein bisschen eine Konstellation, gerade in dieser Superheldenwelt aktuell, wo wir uns auf der einen Seite Marvel Cinematic Universe mit diesen typischen Helden und auch bei DC beschäftigen, aber dann eben auch Geschichten wie in Umbrella Academy oder in The Boys, die dann dreckiger und düsterer werden. Auch so ein wenig Jupiter's Legacy auf Netflix wandelt auf anderen Faden, erzählt aber auch so Vater-Sohn-Geschichte. Und auch Vater-Sohn-Geschichte steht hier bei Invincible schon sehr im Fokus. Und gleichzeitig aber auch die Geschichte vieler Helden ringsherum, aber auch Schurken, die teilweise ein bisschen nicht nur als Antagonisten dargestellt werden, sondern auch etwas mehr beschichtet aufgegliedert und gezeigt werden, sodass es viele Figuren gibt, die genug etabliert werden, um mit ihnen ihre Geschichten auch zu durchleben. Wenn wir beispielsweise die Geschichte eines immer jünger werdenden Mädchens, was sich aber in ein Monster verwandeln kann, erleben, und gleichzeitig die Angst, die damit einhergeht, aber auch die eines Roboters und was eigentlich dahinter steckt für einen Gedanke und wie sehr auch dieser Zugzwang Menschliches zu erleben in einem innewohnen kann, und dann mittendrin eben Mark mit dieser typischen Heldenstory. Man geht zur Highschool, es gibt einen Love Interest, es gibt den bösen Kerl auf der anderen Seite, immer gibt es diese erwachenden Kräfte, wie geht man mit dieser Verantwortung um, und was ist, wenn es im großen ganzen Horizont noch eine ganz dramatisch schwierige Entwicklung gibt, die zu einem ultimativen Finale führen muss, wo ich sagen muss, dass die Serie sich nahezu bis auf Hängern in Folge 3 und 4 konsequent weiter nach vorne entwickelt, und ich ab der ersten Folge so Richtung Ende auch so hin und weg war von dieser heftigen Brutalität, dass ich dachte, okay, das fühlt sich erwachsen an, da habe ich Bock drauf, weiter mitzuschauen, sodass ich sagen muss, dass ich eben all diese Figuren mag, die da reingeworfen werden in einer Welt, die mal in Großstädten spielt, mal rund um den Globus, dann aber auch ins Weltall und in ganz andere Welten führt und irgendwann eben so einen Bogen aufmacht, dass ich am Ende denke, okay, jetzt will ich eine zweite Staffel sehen, und Amazon hat auch gleich um eine zweite oder dritte Staffel verlängert bei Invincible, und ich glaube, das könnte eine schöne Erfolgsnummer werden, weil da eben viele Themen drin sind, und ich will an der Stelle nicht spoilern und deswegen nicht weiter verraten, auch wenn man oft so ein Gefühl bekommt, okay, wo könnte das Ganze drauf hinauslaufen. Schaut es sich trotz seiner Lauflänge mit gut 40 Minuten und 8 Folgen richtig gut weg und hat ein, wie ich finde, grandioses Finale unter anderem, und bin eben gespannt, wie man weiter erzählen kann, wenn man da genug Sachen offen lässt und auch Möglichkeiten, die sich nicht nur so gezwungen offen gelassen anfühlen, um weiter produzieren zu können, und dafür bin ich ehrlich gesagt sehr dankbar. Und danke auch, dass viele von euch gefragt haben, ey Robert, kannst du mal über Invincible reden? Und deswegen an dieser Stelle richtig gut. Das fängt auch schon an, dass jedes Mal, wenn dieses Logo eingeblendet wird mit Invincible, das am Anfang noch relativ clean ist und immer blutiger wird und immer genau dann reingebracht wird, wenn jemand gerade das Wort unbesiegbar quasi verwenden möchte, und ich dann jedes Mal schmunzeln musste, dass man da allein schon so einen Unique Selling Point einbaut, wo ich denke, ja, das hat eben auch einen gewissen ganz eigenen Charakter. Auch immer wieder das Tempo, der Rhythmus, der eingebaut wird, das selbst in den dunkelsten und düstersten Momenten immer noch aufgrund der vielen Nebenfiguren, die existieren, auch immer wieder Comic Relief dabei ist, der aber nie so peinlich aus One-Linern oder irgendwas besteht, sondern wirklich auch, und wenn man vor allem zwischen englischer und deutscher Synchro hin und her switcht, im Englischen sehr gut besetzt, aber auch im Deutschen wahnsinnig viele bekannte Stimmen drin, hat man sich da einfach nicht lumpen lassen, sodass man, glaube ich, auch gerade in deutschen Synchro relativ gut auf seine Kosten kommt und auch Unterhaltung an dieser Stelle. Ist es sonst vom Zeichenstil eine Serie, die vom Look auf der einen Seite ein bisschen einfacher ist, aber damit für mich persönlich näher an der Comic-Welt dran, und
dann, wenn es brutal wird, aber auch richtig Gedärme und alles platzen und herausschießen und Knochen und alles abbildet, sodass ich diesen etwas einfacheren Stil total mag, weil ich dann das Gefühl bekomme, man fokussiert sich eben auf so klare Fragen und klare Momente und eben auch Hingaben und vor allem in einer Vater-Sohn-Bindung, wo vielleicht der eine dem anderen nacheifern möchte, etwas, wo man sich gut andocken kann emotional und ich sofort dachte, okay, bin ich dabei. Die Musik passt für mich auch immer gut rein, gerade die Kostüme und Make-up-Sachen sind, beziehungsweise Kostüme diesen verschiedenen Charakteren abgebildet, die oft vor allem in so dieser ursprünglichen Heldenversion, die wir als erstes präsentiert bekommen, sehr so an die Guardians of the Galaxy oder an DC erinnern, also sie sich sehr so aus diesen Welten bedient, aber gefühlt sind in den Welten von Marvel und DC auch schon alle möglichen Fähigkeiten und Kostümfarben und Stile verbaut, sodass egal was du da durcheinander mischen würdest, immer wieder denkst, ah, das kommt von da und das kommt von da, also werfe ich dieser Serie überhaupt nicht vor. An dieser Stelle muss ich am Ende sagen, habe ich Bock, mir mehr anzugucken, weil die Charaktere gut sind, die Serie sich nach vorne entwickelt, sie hat immer wieder Witz, sie hat mich komplett gehalten bis zum Ende, kreiert teilweise sehr krasse Bilder, die auch moralisch-ethische Fragen haben, wo man sagt, okay, wie stehst du jetzt eigentlich dazu? Und merkst auch immer wieder, dass eben gerade auch so im Kleinen, wenn es dann mal so um Liebe geht, wenn es um Betrug geht, wenn es um Zugehörigkeit geht und auch die Aufgabe und Verantwortung, ich das persönlich sehr ansprechend fand, wie Invincible das löst. Und deswegen will ich mehr sehen, außer in Episode, dass 3 und 4 ein bisschen Hänger drin sind, gebe ich der Serie gerne 9 von 10 möglichen Punkten und bin dann voll dabei. Und eine große Empfehlung, glaube ich, für alle, die auf der einen Seite vielleicht Superheldenfilme oder Serien mögen, aber da auch so einen erwachseneren Drive. Also ich finde es ja immer auch schade, dass sowas wie Deadpool, was dann aber zu sehr auf lustig gezogen ist, am ehesten mochte ich da eben Logan, wie einfach viel zu wenig R-rated in diese Richtung haben. Klar, wir werden Filme in diese Richtung normalerweise produziert, wir müssen sie ein großes Publikum ins Kino ziehen und das funktioniert mit FSK 12 am allermeisten, aber ganz ehrlich, es fühlt sich noch immer anders an, wenn es ein bisschen härter zur Sache geht und man nicht bloß über Folgen und Taten redet und philosophiert, sondern auch direkt Konsequenzen spürbar gemacht werden und das ist halt in Invincible der Fall. So, da bin ich am Ende meiner Review zu Invincible der ersten Staffel. Ich bin auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serienschauen.